Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Hallo an alle Clubmitglieder und an alle Gäste. Willkommen zu einer neuen Runde Aktien Roundup. Wir werden uns heute und den ganzen Tag über mit dem Thema Rohstoffen beschäftigen, insbesondere mit dem Thema Gold heute Morgen. Wir werden ja so ein bisschen durch die Geschichte eines Goldunternehmens gehen, aber uns gleich auch nochmal kurz das Thema Gold überhaupt angucken und warum es gegebenenfalls auch jetzt interessant werden könnte. Und damit starten wir auch direkt rein, und zwar in einen kleinen Chart. Und ich verrate nochmal nicht, welcher Chart es ist, aber ihr könnt es euch bestimmt ganz gut denken, wenn ich gerade schon über Gold gesprochen habe. Und zwar sehen wir hier den Goldchart. Und das ist der Goldchart jetzt auf Monatsbasis, muss man an der Stelle sagen. Das heißt, wir haben hier wirklich einen längeren Zeitraum abgebildet, und ich zeige euch das nochmal in einer etwas größeren Form gleich, denn wir haben ja nach langer Zeit der Konsolidierung hier in diesem Pfad es jetzt geschafft, dass wir mal so langsam wieder nach oben ausbrechen. Das heißt, Gold könnte gegebenenfalls auch mal wieder längerfristig auf diesem etwas Aufwärtstrend sein. Ich gehe nochmal einen Chart weiter, denn da sieht man das nochmal ein bisschen deutlicher. Diesmal im Jahreschart. Das heißt, jede einzelne Kerze ist hier wirklich ein Jahr. Und wenn man das mal sich so anguckt, dann seht ihr auch die Jahreszahlen. Denn da sieht man, wir sind vom Jahr 2000 kontinuierlich eigentlich hochgelaufen, jedes Jahr hochgelaufen, also in kontinuierlichen Schritten, und seit dem Jahr 2010 ungefähr, seit 2010, 2011, befindet sich der Goldpreis in so einer Konsolidierungsphase. Das heißt, wir hatten einen Aufwärtstrend, wir haben eine Seitwärtsphase, eine Phase der Konsolidierung gehabt, und jetzt sieht man hier oben im letzten Jahr das erste Mal eine Kerze, die über der 2000er-Limit quasi geschlossen hat. Das heißt, überhalb dieser längeren Phase der Konsolidierung, überhalb das erste Mal mit einem Jahresschluss wirklich über der 2000er-Marke. Man sieht es davor, es war innerhalb der Jahre auch mal so über dieser 2000er-Marke. Und wenn man die Kerzen mal durchzählt, dann zeigt es ganz gut, dass wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Jahre hatten, in denen der Goldpreis kontinuierlich gestiegen ist. Wenn man jetzt weiterzählt, sieht man wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, also auch wieder 12 Kerzen, in denen man ja jetzt eine Konsolidierungsphase bzw. einen leichteren Anstieg hatte. Dementsprechend auch so ein bisschen mit der Hoffnung, rein charttechnisch jetzt gesehen, dass auch hier der Goldpreis auch mal wieder längerfristig nun in einen Aufwärtstrend kommen könnte. Das ist zumindest das, was dieses Chartbild zeigt. Ich gehe nochmal zurück in das Monatliche, denn da sehen wir auch diesen Anstieg, den wir 2020 gesehen haben, und dann aber auch wieder eine leichte Konsolidierungsphase, aber mit der Spitze jetzt, wie gesagt, zum Jahresende und der leichten Tendenz eines Aufwärtstrends. Denn Gold ist ja wieder etwas beliebter geworden. Ich habe es jetzt nochmal aus dem Jahr 2020 hergezogen. Was ist die Tendenz von Gold oder wozu wird Gold überhaupt genutzt? Dieser Investmentanteil ist natürlich immer noch signifikant. Also viel, viel Geld steckt einfach in klassischen Investments von großen Ländern, Goldreserven zum Beispiel. Großer Anteil steckt aber auch in Juwelen, in Schmuck, in all dem, wofür über Jahrzehnte oder Jahrtausende auch Gold genutzt wurde. Und oben sehen wir es so ein bisschen, aber auch Technologie ist ein Thema. Das heißt, tatsächlich ist auch dieser Wert von Gold im Technologiezeitalter immer mal wieder stärker nachgefragt. Insbesondere auch, wenn man so an die neuen Technologien denkt, gibt es neben vielen anderen seltenen Edelmetallen auch immer wieder die Nachfrage nach Gold, was grundsätzlich den Goldmarkt etwas weiter beflügelt. Wie gesagt, das Thema Gold als Reserve ist auch immer wieder wichtig. Also wenn man hier auf die Zentralbanken schaut, wir haben gerade eben die Investments generell gesehen, aber insbesondere auch auf dem Zentralbankmarkt, dann sieht man, dass über die Jahre auch hier ein sehr, sehr starker Anstieg zu sehen war. Insbesondere auch, wenn es in so eine Zeit ging, in der man sich wieder stärker auf das Land an sich und die Stärke der Länder an sich konzentriert hat. Das untermauern man ja gerne auch in Gold, denn das bietet am Ende die Sicherheit und auch die internationale Möglichkeit, vielleicht
ja, seine Devisen zu tauschen oder seine Devisenwertigkeit zu verschaffen. Denn Gold, wenn es dort hinterlegt, auch wenn es nicht mehr ganz so verknüpft ist, wie es vielleicht früher mal der Fall war, stärkt natürlich am Ende die Währung, stärkt dann auch die Finanzierungskraft der Länder. Und wir haben es jetzt auch bei vielen Ländern gesehen, wo es dann mal so zu den einen oder anderen Krawallen auch kam oder Kriegen auch kam, dass dort ja vorher und im Zeitraum danach auch immer wieder Gold auch eingekauft und gelagert wurde. Rein als Investment muss man sagen, ist Gold tatsächlich auch eines der Investments, die über eine langfristige oder längerfristige Zeit auch sehr gute Returns erzielt haben, sehr gute Renditen erzielt hat. Hier ist es mal aufgeschlüsselt von ja, Aktien in Emerging Markets über REITs auch, also Immobilien. Dann kommt Gold, dann kommen in dem Falle hier die Aktien, dann kommen jetzt die Emerging Markets und dann geht es immer mal weiter, bis man am Ende irgendwo bei Cash oder anderen Commodities gelandet ist. Das heißt, Gold ist tatsächlich auf der längerfristigen Story hier ein sehr, sehr rentables Investment gewesen. Jetzt muss man so ein bisschen aufpassen, es kommt natürlich darauf an, wann und zu welchem Zeitpunkt man hier drauf schaut. Wir haben gerade eben den Chart gesehen, wir hatten 12 Jahre lang starken Anstieg des Goldpreises, dann 12 Jahre lang Konsolidierung. Also umso näher man jetzt in die jüngere Vergangenheit geht, umso mehr merkt man auch, ja gut, diese Outperformance hat mal stattgefunden. Aktuell ist sie nicht so vorhanden. Wenn man aber tatsächlich sich das anguckt hier im Vergleich mal vom S&P 500 und dem Goldpreis hier in Blau, dann sieht man, dass ja seit 2005 sich diese Performance tatsächlich, diese Differenz der Performance zwischen Aktien und Gold noch an ja, dann noch hält, zumindest hier in US-Dollar. Also man sieht, dass Gold mit 415% oder 420% etwas über diesen 340% liegt. Man sieht aber halt auch, dass ja, sich das ganze Gap, das hier mal zwischen, ja, zeitlich, würde man sagen, 200-300% lag, immer weiter geschlossen hat. Also dass sich das hier immer weiter annähert. Und damit hat man auch so ein bisschen die Frage, ja gut, wie könnte sich das jetzt zukünftig entwickeln, rein auf der Basis, okay, Goldpreis, wie entwickelt es sich, entwickelt sich aber auch Aktien zu Goldpreis? Wir sprechen ja hier auch immer über Aktientitel. Das Goldthema soll uns aber so ein bisschen den Einstieg hier gegebenenfalls auch oder die Idee zumindest liefern, warum man sich mal mit Gold oder Goldaktien auch beschäftigen könnte oder sollte. Es gibt ein ganz gutes Beispiel, das hier ist von Visual Capitalist, die haben das ganz Gute mal aufgezogen. Was eigentlich eine Goldaktie potenziell für Vorteile haben könnte und wie man vielleicht Gold und Goldaktien auch oder Gold und Aktien am Ende auch kombinieren könnte in Goldaktien. Man sieht es hier nämlich so ganz gut, dass die Idee am Ende ist, ja, es gibt Gold-Mining-Stocks, also es gibt Go Aktien, die Gold abschöpfen, produzieren, in Minen abbauen. Und die Idee ist am Ende hier zu sagen, ja, in der Vergangenheit war es tatsächlich öfter so, dass diese Aktien den Goldpreis an sich outperformt haben, also mehr Rendite erzielt haben als das Wachstum des Goldpreises. Woran liegt es am Ende? Naja, die Idee ist hier zu sagen, gut, diese Unternehmen bauen Gold ab, produzieren in dieser Form auch dann Gold und der Effekt, der daraus entsteht, ist, dass die Unternehmen dadurch einen Hebeleffekt haben. Das heißt, man produziert Gold und wenn wir jetzt eingehen könnten und sagen, okay, wir kaufen uns den Goldpreis ein, sagt das Unternehmen, ja gut, wir produzieren immer mehr und mehr Gold. Das heißt, der Hebel, dass dieses Gold dann zu einem besseren Preis verkauft werden kann, bezieht sich nicht nur auf eine Unze oder auf ein Kilo am Ende, sondern tatsächlich auf eine breite Bandbreite von all den Goldunzen, die dann produziert werden über die Jahre. Das bedeutet, umso mehr produziert wird, umso größer ist der Hebeleffekt, weil man es zu teureren Preisen absetzen kann, ohne dass man jetzt tatsächlich mehr Produkte produzieren muss oder ja, das Produkt verändern muss, sondern das Produkt bleibt gleich, aber der Preis steigt halt stetig und somit ist der Hebeleffekt größer, da die Produktion sich nicht verändert. Klingt relativ kompliziert, im Kern ist es aber eigentlich so, dass man sagt, okay, umso mehr Gold produziert wird, und umso mehr Gold oder umso höher der Goldpreis ist, umso mehr profitieren davon die Gold Mining Stocks. Und in der Vergangenheit hat sich öfter gezeigt, dass sie halt überproportional performt haben. Jetzt muss man aber sagen, in der jüngeren Vergangenheit war es dann wiederum nicht so der Fall. Man sieht es hier mal wirklich von Juli 2000 bis zum August 2011, also einen relativ langen Zeitraum. Da hat man gesehen, okay, da zeigt sich, dass auf der beiden
Bank eigentlich, dass diese Aktien überperformt haben. Das zeigt sich auch so ein bisschen, wenn man die Historien der Aktien sich ansieht. Man sieht es auch hier noch in diesem Zeitraum. Wenn man jetzt aber in die jüngere Vergangenheit geht, dann sieht man auch, dass der Goldpreis teilweise deutlich besser gelaufen ist als diese Unternehmen. Woran das liegt, darauf kommen wir später nochmal. Das ganze Szenario von, warum sich der Goldpreis theoretisch schlechter entwickelt als die Gold-Mining-Unternehmen, also diese Goldproduzenten. Es ist hier nochmal so ein bisschen abgebildet, denn man sagt, im Kern ist es halt wirklich so, dass die Produktionskosten gleich bleiben, man kann mehr absetzen und damit steigt halt hier kontinuierlich dieser Profit weiter an. Man sieht es aber auch in diesen Seitwärtsphasen, ja, da ist es nun mal so, dass natürlich auch andere Faktoren eine Rolle spielen und man dann die Produktion am Ende optimieren muss und nicht sich rein auf ein Wachstum des Goldpreises verlassen kann. Im Kern kann man sagen, ja, kann man sich viele Unternehmen in dem Rahmen einfach mal ansehen und zu gucken, okay, wie war es jetzt in der jüngeren Vergangenheit, wie war es in der längeren Vergangenheit, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte vielleicht vom Goldpreis profitieren, vom Wachstum des Goldpreises profitieren, nicht unbedingt nur, indem ich in Gold investiere, sondern auch mit Aktien. Wie gesagt, Barrick Gold ist hier ein gutes Unternehmen, was man mal als Vergleich heranziehen kann. Warum? Ich habe hier mal generell mitgebracht, welche Unternehmen in diesem Markt aktiv sind. Man sieht hier einmal generell den Mining-Markt, also abseits von Gold, ganz generell für alles, was man so abbauen kann in verschiedenen Varianten, also von Eisen zu Silber, Lithium, was natürlich auch immer wieder in der jüngeren Vergangenheit sehr, sehr nachgefragt war, weil es sehr, sehr stark in Batterien auch steckt. Nickel, Kobalt, also wichtige Mineralien. Und da gibt es natürlich viele, viele Unternehmen, die in diesen Gebieten operieren. Jetzt muss man an dieser Stelle aber auch sagen, das ist natürlich ein Investment, wo man nicht sagt, okay, wir wollen nur von Goldpreisen investieren, sondern wir wollen auch eventuell von anderen Rohstoffen produzieren. Da gibt es ja große Unternehmen, die ganz generell in vielen und breiten Markt unterwegs sind. Also man sieht hier unten drunter, in welchen Bereichen diese Unternehmen aktiv sind. Viele dieser Unternehmen haben auch immer mal wieder Probleme gehabt mit ja, der Arbeitssituation von den Menschen, die bei ihnen angestellt sind. Also da wird über Kinderarbeit gesprochen, da wird über Ausnutzung von Arbeitskräften gesprochen, weil man natürlich auch in vielen, vielen Ländern aktiv ist, wo es nicht so ein reguliertes Arbeitsrecht gibt wie hier in den westlichen Ländern. Das trifft nicht für alle zu, aber viele sind tatsächlich so ein bisschen hier in der Kritik. Wenn man jetzt das Ganze aber mal in Gold runterbricht, ja, dann gibt es eigentlich dieses Konglomerat an großen Unternehmen. Man sieht hier, Barrick Gold ist so die Nummer 2. Mittlerweile ist Newmont die Nummer 1, nachdem es eine größere Fusion gab 2019. Man sieht aber, es gibt noch ein paar weitere auf dem Markt. Es ist aber kein sehr, sehr breit diversifizierter Markt. Wenn man sich also jetzt hier nochmal Barrick Gold rauspickt, und das wollen wir heute mal ganz kurz tun, dann kann man sich die Aktie als allererstes mal im Chartbild ansehen. Und dann sieht man auch ganz gut, dass das eh nicht so ist wie der Goldpreis quasi über die letzten Jahre, sondern man sieht eigentlich, dass man sich hier wirklich konsolidiert hat. Also auch hier sind diese Konsolidierungsphasen sehr, sehr stark zu sehen und insbesondere in der jüngsten Vergangenheit, man sieht es hier, sieht man auch diesen Abschwung des Unternehmens. Das heißt, während der Goldpreis zuletzt gestiegen ist, trifft das hier für das Unternehmen zumindest nicht zu. Man hat da zwar eine gleiche Hochphase, es ist aber so ein bisschen auch in der jüngeren Phase hier zu einem Abwärtstrend gekommen und es konsolidiert sich gerade so um ja, diesen Tiefpunkt bei 13, 14 Dollar, den man auch über die letzte Zeit hier schon einmal öfter gesehen hat. Wir fangen aber mal ganz kurz vorne an. Was macht Barrick Gold auf und wo kommen sie überhaupt her? Ja, man muss sagen, ursprünglich war es ein Unternehmen, was auch im Rohöl, in der Ölraffinerie aktiv war. Es hieß damals Barrick Petroleum Corporation. Man versuchte dort ja, im breiten Rohstoffmarkt eigentlich aktiv zu werden, auch mit guten Kooperationen von damals großen Unternehmen der Ölindustrie, D&O zum Beispiel. Und man hat aber über die Zeit gemerkt, dass man wenige Erfolge hatte. Das heißt, man hat sich gewandelt und hat das Ganze über die Zeit am Ende wirklich zu einem Goldproduzenten oder fast einem reinen Goldproduzenten umgewandelt. Man muss sagen, 90% des Umsatzes kommen jetzt von Gold, ungefähr 8% über die Produktion und den Abbau von Kupfer.
Und 2% sind restliche Metalle, die aber eher so als Nebenprodukte hier anfallen. Wie hat sich das Unternehmen so über die Zeit entwickelt? Ja, man muss sagen, eigentlich war sie recht simpel. Man ist irgendwann, hat man den Entschluss gefasst, okay, das ist unser Markt, hier wollen wir aktiv werden. Man ist also breit herausgekommen. Man hat viele Minen übernommen, man hat vielversprechende Minen auch gefunden, hat dort produziert, hat Schürfrechte erworben und hat dann angefangen, ja eigentlich so diese Industrie zu dominieren. Man hat weitere Übernahmen getätigt und haben diese Übernahmen dann in eigentlich auch guten Zeiträumen weitergeführt und weiter ausgebaut. Und das hat dazu geführt, dass man wirklich große Minen mittlerweile besitzt, auch sehr, sehr vielversprechende Minen besitzt und ja, dieses Goldproduktion dann auch noch so ein bisschen verfeinert hat. Das heißt, man macht nicht nur den reinen Goldabbau, sondern auch so ein bisschen die Produktion von Barren und alles, was so im reinen Goldmarkt eigentlich aktiv ist und verkauft dann diese Produkte aber am aktuellen Marktgeschehen. Jetzt muss man sagen, wo ist man so auf der Welt aktiv? Es gibt hier ja so ein bisschen diese Übersichtskarte. Man sagt also, ja, insbesondere hier Kanada, USA, das sind Minen, die ja sehr, sehr wichtig sind. Hier sieht man auch mal, es gibt diese Tier-1-Gold-Mines. Was bedeutet das am Ende? Ja, Tier-1 heißt, ja, da sagt man, diese Minen werden in den nächsten 10 Jahren auch mindestens noch gute Erträge bringen. Das bedeutet, also diese Minen möchte man weiter ausschöpfen. Die sind hier mal so im Dunkelblau markiert und das sieht man auch, sind die Minen, die halt auch noch unter 100% zum Beispiel haben. Dann gibt es das auch noch Potential Tier Gold Complex, also die, wo man sich noch nicht so ganz sicher ist. Und dann halt die anderen, die teilweise schon ausgereizt sind oder potenziell bald ausgereizt werden. Beziehungsweise auch Projekte, die man einfach neu erschließt. Was sich aber hier grundsätzlich erkennen lässt, ist, dass man ja breit in der Welt aktiv ist. Das heißt, Gold nicht nur lokal schürft, sondern wirklich in einem breiten Spektrum des Marktes, weil tatsächlich global gesehen in vielen Ländern die Möglichkeit besteht, Gold auch zu schürfen und abzubauen. Gucken wir mal rein auf die Zahlen, weil wir sehen hier, okay, wir haben 13 Minen, davon sind über 50% des Umsatzes kommen aus den 6 größten Minen und hier lässt sich gut erkennen, welche das sind. Also insbesondere die dunkelblauen und auch die hellblauen hier, die sind insbesondere für Großteil des Umsatzes ja, verantwortlich und man möchte aber auch tatsächlich noch in weiteren Minen aktiv werden. Rein auf Zahlenbasis kann man ja so ein bisschen Folgendes erkennen. Wie gesagt, wer vor 10 Jahren hier investiert hat, hat bisher noch nicht so viel wirklich Rendite auch erzielen können. Man sieht also von 1000 Dollar ist man nach einem ja, Ab und Auf, kann man sagen, immer noch bei 1000 Dollar ungefähr gelandet. Auch in diesem Jahr ging es jetzt noch nicht so wirklich groß bergauf oder bergab. Also man sieht zwar, die Kurve geht hier nach unten und man verliert kontinuierlich eher an Wert. Allerdings ja, es ist hier noch kein signifikanter Trend zu erkennen, sondern wir finden uns tatsächlich noch in dieser Seitwärtsphase, die wir gerade eben gesehen haben. Was wir aber gesehen haben auch, ist, dass sich hier so ein paar Kennzahlen etwas verbessern. Also Umsatzwachstum ist zu erkennen, Grossmarge hat sich verbessert, Profitmarge hat sich verbessert, also grundsätzlich ein positiver Trend. Wo kommt es aber hauptsächlich her, muss man sagen? Ich habe gerade eben von Beteiligungen, von Übernahmen gesprochen. Insbesondere dort hat man jetzt durch die steigenden Aktienmärkte auch ja, sich so einen Goodwill zuschreiben lassen können. Das heißt, die Übernahmen haben wieder eine erhöhte Wertigkeit bekommen und dementsprechend hat das auch einen positiven Effekt auf den Gewinn. Und das ist das, was man hier ganz deutlich erkennen konnte. Denn rein auf den Zahlen, muss man sagen, hat man seine Produktionsziele für das gesamte letzte Jahr nicht erreichen können und wenn nur ganz knapp am unteren Ende erreichen können. Und die Tendenz für dieses Jahr hat man dementsprechend auch so ein bisschen zurückgeschraubt. Und jetzt ist so die große Frage, naja, wir haben gerade eben gesehen, grundsätzlich sollen Goldminen eigentlich überproportional von einem steigenden Goldpreis profitieren. Wir haben gerade wieder einen steigenden Goldpreis, auch wenn er noch nicht überproportional gestiegen ist, aber wir haben doch ein positives Momentum gesehen. Und trotzdem sieht man dieses Momentum definitiv nicht bei dieser Aktie. Woran liegt das Ganze so ein bisschen? Na, ich habe es gerade eben ganz kurz angesprochen. Die Produktion des Goldes geht in den letzten Jahren immer weiter zurück.
Ja, wir haben es gesehen von 4.400 auf 4.100, jetzt auf 4.000. Für das nächste Jahr hat man auch mal so ein bisschen konservativer wieder geschätzt, damit man auch wieder besser seine Ziele erreichen kann. Aber man sieht also, dass dieser Hebeleffekt aktuell nicht eintreten kann, da die Produktion effektiv zurückgeht. Und das sieht man insbesondere beim Gold. Beim Kupfer ist es nicht ganz so präsent, aber auch nicht ganz so wichtig, weil hier nur 10% der Umsätze erzielt werden. Und tatsächlich wird es auch deutlich, wenn man sich dann am Ende die Zahlen anguckt, hier nochmal so ein bisschen heruntergebrochen. Also das sind so, ist so das, was man an Gold produziert hat und welchen Goldpreis man erzielen konnte. Das wird gleich ein bisschen spannend, weil der Goldpreis, den man effektiv wirklich erzielt hat, über den Erwartungen lag, wie gesagt, einen steigenden Goldpreis und trotzdem man grundsätzlich viele Ziele nicht erreichen können. Und das lag insbesondere halt an höheren Produktionskosten und einer geringeren Produktion, also eigentlich das, was man insbesondere nicht sehen will. Und das sieht man genauer, wenn man wirklich in die Zahlen einmal hereinschaut. Dann sieht ihr so ein bisschen, okay, was war die Guidance, was war die Erwartung an Produktion für das Jahr 2023? Man sieht es hier mal auf die einzelnen Minen heruntergebrochen. Wichtig ist diese Zahl hier unten. Da sieht man so ein bisschen, okay, man wollte 4.200 bis 4.600 in Tausender Unzen quasi erzielen. Und das zu einem ja, erwarteten Preis, zu dem wir gleich nochmal kommen, der so bei ungefähr, ich glaube, 1.700 lag. Kommen wir gleich nochmal zu, aber insbesondere hier sieht man auch nochmal so ein bisschen die Kosten, die nämlich auch nochmal wichtig werden. Also man hat gesagt, okay, die Total Cash Costs liegen ungefähr zum Beispiel bei 820 zu 880. Das sind die Cost of Sales, also die Kosten, das dann wirklich auch an den Markt zu bringen. Wenn man jetzt sich anguckt, okay, was wurde am Ende dann wirklich erzielt? Und das sieht man hier in diesem Fall. Das heißt, das ist hier der weiterführende Fall. Ich nehme einen weiter, genau. Man sieht es hier ganz gut. Wir haben hier dann wirklich das, was 2023 der Outlook war. Und da lag man hier, wie gesagt, bei einem Goldpreis von ungefähr 1650. Wir haben es gerade eben gesehen, 1900 war das, was man wirklich an erreicht hat. Das heißt, hier lag man deutlich, deutlich besser. Und eigentlich sagt man auch, okay, dadurch steigert sich automatisch halt das EBITDA. Das, was man halt hier nicht betrachtet hat, ist das, was wir gerade eben auch gesehen haben, also dass die Kosten dann doch höher waren als das, was man wirklich erwartet hat. Und dementsprechend ist das auch so ein Momentum, ja, an dem die Aktie dann so ein bisschen zu kämpfen hat. Denn wenn man hier auf die Zahlen da wirklich geguckt hat, hatte man höhere Preise im Sales, man hatte höhere Preise in den Produktionskosten, eine geringere Produktion. Also wir wollten diese 4.200 bis 4.600 erreichen. Wir haben dann gesehen, okay, diese Produktionsmenge wurde nicht erreicht, sie wurde unterschritten. Man sieht es hier bei so ungefähr 4.000, die man dann wirklich erzielt hat. Dann auch noch zu zwar höheren Preisen, aber auch zu höheren Kosten. Und ja, das ist so der Grund, warum man auch jetzt dort, wo man dieses Jahr aktiv ist, eine etwas geringere Schätzung von vornherein nennt, weil man sagt, okay, man konsolidiert sich, wir wollen weiter investieren und wollen auch etwas in sicherere Minen investieren. Und da ist auch so genau der Schnittpunkt, wo man sich jetzt fragen muss, okay, glaubt man, dass es diesen Turnaround gibt? Kann das Unternehmen das Ganze wirklich schaffen? Auch diese Produktion, die dann jetzt schon niedriger angesetzt ist, auch wirklich zu erreichen zu einem höheren Goldpreis, denn der ist am Ende der große Faktor auch, um das Ganze ja, mit einer Hebelwirkung profitabel zu machen. Oder wird es so sein, dass das Ganze wieder nur knapp oder nicht erreicht werden kann zu höheren Kosten? Denn wir haben nun mal immer wieder, sind auch in Ländern aktiv. Ich habe die Arbeitskräfte da schon angesprochen, aber natürlich auch die Arbeitssituation, das ist nicht ganz so sicher, die Produktion ist nicht ganz so standhaft, weil ja auch die Infrastruktur und auch die Arbeitskräfte natürlich nicht ganz dem westlichen Standard so entsprechen. Und dementsprechend ist dann die große Frage, ja gut, schafft es das Unternehmen oder nicht? Wenn man rein aber auf den Chart blickt, und das ist das, was das Unternehmen ja zumindest dieser Kandidat dann ausmachen würde, dann sind wir hier auf einem ziemlichen Tiefpunkt gelandet. Und die Produktion war jetzt nicht unterirdisch. Wir haben gesehen, die Gewinne haben sich wieder positiv entwickelt, auch wenn zu einem großen Effekt durch ein großer Effekt halt diese Zuschreibungen war der Beteiligung. Aber auch die haben ja eine gewisse Wertigkeit, diese Beteiligung. Das heißt, man stapelt hier gerade tief und der Effekt könnte langfristig natürlich ein etwas positiverer sein.
Wenn man nämlich ganz langfristig drauf schaut, dann sieht man hier, dass ja die Produktion auch ausgeweitet werden soll durch neue Minen, die erschlossen werden. Das heißt, hierdurch möchte man wirklich einen überproportionalen Effekt erzielen. Das dauert allerdings noch ein bisschen was. Also man ist hier 2027 aktiv. Und man sieht hier, ja, in dieser Zwischenzeit sieht man eher eine leichte Stagnation der Produktion. Also ein großer Effekt würde, wenn hier durch einen weiter steigenden Goldpreis kommen. Wer sagt, okay, Aktienwachstum ist für mich weniger relevant, der kann mal einen Blick auf die Dividendenhistorie werfen. Die ist relativ transparent, insbesondere auch in der Form der Ausschüttung. Man sieht aber, sie ist nicht beständig. Also sie wird zwar immer ausgezahlt, ich glaube mittlerweile seit 37 Jahren wird eine Dividende ausgezahlt, aber halt mit deutlichen Schwankungen nach oben und unten. Und auch das hängt halt wieder am Ende sehr, sehr stark am Goldpreis und an dem, wie das Unternehmen operiert. Es gibt dazu diese sehr klar definierte Dividendenpolitik. Also wie war das Geschäftsjahr, wie viel Cash hat man wirklich auch generiert und dann wie viel wird ausgeschüttet. Jetzt sieht man, ist man hier auf Level 3 gelandet. Also es gibt diese 0,10 Dollar pro Aktie. Damit ist man aktuell so bei 2,9%. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, es gab auch schon mal deutlich höhere Dividenden. Ja, und wo das Ganze am Ende dann liegt an diesem Net Cash und das Net Cash hängt dann wieder zwangsläufig auch am Goldpreis. Grundsätzlich kann man sagen, haben wir zwar hier einen positiven Trend, es ist aber ein Geschäft, was halt ja, an vielen Faktoren liegt, die nicht nur an jetzt Marke oder anderen Produkten liegen, wie wir das bei klassischen Unternehmen kennen, sondern halt am Preis des Goldes. Also man braucht zum einen eine Meinung zum Goldpreis und zum anderen halt eine Meinung dazu, ob dieses Unternehmen die Produktion jetzt auch ja, wieder etwas beständiger oder effizienter gestalten kann, vielleicht auch die Kosten weiter reduzieren kann. Denn eines der größten Kostenfaktoren sind natürlich Kraftstoffe, ist natürlich Öl. Und das war in letzter Zeit jetzt auch nicht gerade das Günstigste. Und dementsprechend könnte hier ein sinkender Ölpreis auch ein positiver Effekt fürs Unternehmen darstellen. Auf der Pro-Seite sieht man dementsprechend, wir haben ein globales Geschäft, diversifiziertes Geschäft, wir haben eine hohe Kapitalbindung auch und trotzdem haben wir eine nicht so hohe Verschuldung des Unternehmens. Das muss man aber sagen, liegt daran, dass viele Übernahmen auch mit Aktien bezahlt wurden, das heißt, die Aktien auch stark verwässert wurden. Gold ist trotzdem natürlich ein sehr beständiges und begehrtes Edelmetall, das heißt, die Nachfrage nach Gold ist eigentlich fast immer gegeben. Wir haben diesen Halbmond quasi gesehen, gerade eben oben. Trotzdem muss man sagen, zuletzt gab es halt nicht diesen operativen Hebel des Unternehmens. Die Investitionen sind hoch, die Beständigkeit der Infrastruktur ist auch in vielen Ländern aktuell etwas gefährdet. Das heißt, das sind so ein bisschen die Pro- und Kontrapunkte für Barrick Gold. Wir werden heute Nachmittag uns nochmal andere Rohstoffunternehmen auch ansehen, in den Vergleich setzen, auch im Bereich des Goldes und gucken, okay, wo sind vielleicht Vor- und Nachteile zu Gold. Wir haben jetzt relativ viel über den Kosmos des Goldes gesprochen. Wir werden heute Nachmittag nochmal einen kleinen Deep Dive quasi machen, in auch wirklich die Zahlen, Daten, Fakten, das Ganze im Bewertungsschema auswerten. Nächste Woche dann wieder Market Roundup und auch Aktienbasiskurs Teil 9, Optionsscheine und Futures. Ich verabschiede mich bis dahin. Ich bin schon leicht über der Zeit. Ja, es gibt einige Meinungen dazu. Ich werde sie dann kommentieren, veröffentlichen. Bis dahin. Tschüss.